Einen wunderschönen guten Tag hier bei der Film Lounge zur Review und zum Trailer von Ted 2. Diesmal von unterwegs direkt aus dem Kino, denn der Film wurde gerade erst gezeigt. Am Ende des Videos gibt es noch ein cooles Gewinnspiel. Ted hat geheiratet und ihm sollen jetzt aber die Persönlichkeitsrechte aberkannt werden. Er ist nämlich kein Mensch und eine Sache. Blöd, denn er hat doch geheiratet und möchte jetzt auch noch mit seiner Ehefrau ein Kind adoptieren. Doch da haben einige etwas dagegen und natürlich versuchen Ted und Johnny dagegen anzukämpfen für die Gerechtigkeit. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier im Trailer. Bist du bereit? Oh, scheiße, ja. Es geht los. Okay, kann losgehen. Jetzt geht's vor Gericht. Ihr scheiß Anwälte. Immer wenn Johnny und ich euch zugucken, sind wir high. Alter, das war pure Magie. Das war echt geil, oder? Ich muss dir eine tolle Neuigkeit erzählen. Ach ja, was denn? Jeremy Lin und ich bekommen bald ein Baby. Das ist der Wahnsinn, Mann. Glückwunsch. Danke. Warte. Und wie habt ihr das? Das ist das Ding. Wir brauchen einen Samenspender. Ted, das kann richtig Ärger geben. Fällt dir ein besserer einer sehr? Das wird auf jeden Fall ein Hammer-Baby werden. Tom fucking Brady, der größte Sportler im ganzen Land. Und jetzt hol ihm einen in diesen roten Plastikbecher runter. Und wir haben noch nicht mal angefangen. Verdammte Scheiße! Raus aus meinem Haus! Warte, wir hauen schon! Oh Gott! Nimm dein Teddybär mit! Geile Scheiße! Ein perfekter Spiralpass! Hey Johnny, danke, dass du für mich eine Probe rausschleuderst. Donnerbuddies fürs Leben, weißt du doch. Und du hast seit 2 Tagen nichts geraucht, oder? Ich sag doch, ich bin clean. Das wird ein Top-Baby. Okay, tut mir leid. Ich will halt nichts, was ich mal mit einer Mistgabel füttern muss, wenn es 16 ist. Teddy, hier steht, wenn wir ein Baby haben wollen, dann musst du vor Gericht beweisen, dass du eine Person bist. Die sagen, dass ich ein Objekt bin. Wie jetzt? Wie Abfall oder eine Kackwurst? Ja, vielleicht eher wie so ein Hammer oder eine Orange. Das ist doch nur ein Wort. Da frag mal meine Vorfahren. Eben noch bist du in Afrika und wäschst die Klamotten im Fluss, die Titis hängen raus. Und zack, auf einmal bist du in einem anderen Land und wirst von Thomas Jefferson gebumst. Wow, bei dir wird Geschichte lebendig. Johnny, was machen wir jetzt? Wir holen uns einen Anwalt und klagen deine scheiß Bürgerrechte ein. Let's go back, let's go! Sie müssen Ted sein. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 26. Ich will keine Anwältin, die beim Eröffnungsplädoyer Lieder aus Die Eiskönigin singt. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit, aber ich glaube, wir werden uns jetzt besser ganz schnell hinsetzen und dann geht's los. Wir vertrauen Ihnen blind. Ja, wir glauben, Sie sind genau die Richtige. Ich hab Migräne. Ich krieg gleich eine riesen Migräne auf dem Parkplatz in 20 Minuten. Ted, Sie sind was Besonderes. Doch was eine Person ausmacht, ist, dass sie einen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Nimm das, du Schwanzlutscher! Ich sag ja, Sport ist ein Arsch, das hast du jetzt davon! Krieg ich mal deinen Laptop? Klar, nimm ruhig. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn los? Hier ist alles voller Pornos! Tut mir leid, ich wollte schon längst ein paar löschen. Die sind sogar kategorisiert. Arschlecken im Uhrzeigersinn, Arschlecken gegen den Uhrzeigersinn. Immer nur die eine Richtung ist auf Dauer voll öde. Chicks mit Schwänzen? Ich weiß, oh Gott, ich weiß, ich bin halt krank, okay? Ich brauche Hilfe! Es gibt keine Chicks mit Schwänzen, nur Kerle mit Titten. Ich persönlich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, denn Titten daraus jetzt einen zweiten Teil zu machen. Und auch gerade der Trailer hat so ein paar Kalauer irgendwie parat, aber ich kann euch beruhigen, der Film ist eigentlich fast genauso lustig geworden wie der erste Teil. Hat immer so ein paar wirklich plumpe Witze, die gar nicht funktionieren, dafür aber einige richtig coole Ideen und die dann wirklich sehr stark funktionieren. Ich liebe auch immer wieder die Gastauftritte, gerade in diesem Teil ganz viele versteckt und mein absoluter Lieblingsmoment ist Liam Neeson an der Supermarktkasse. Was man auch hier feststellen kann, ist, dass hier sogar versucht wird, noch so ein bisschen subversiver zu sein, sogar noch so ein bisschen Gesellschaftskritik sehr charmant zu verpacken und wenn dann Ted noch ein bisschen dabei schimpft, dann merkt man gar nicht, dass hier eigentlich gerade wirklich für große Rechte versucht vor das Gericht zu gehen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig geworden. Man merkt aber auch, dass die Synchro auf Deutsch einige Gags so ein bisschen flach werden lässt. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, aber insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr coole Unterhaltung. Es macht einfach Spaß und man merkt auch, dass das Team ultra viel Spaß beim Schreiben des Drehbuchs hatte und bei der Umsetzung. Mark Wahlberg und Amanda Seyfried machen auch ihre Sache so als Duo ziemlich cool und ja, Ted, den mag man einfach gern haben und vielleicht irgendwie mal einsaufen gehen. Von mir gibt es nach wie vor, wie auch beim ersten Teil, 7 von 10 Punkten. Mir hat der Film auf jeden Fall Spaß gemacht, wenn allerdings auch einige Gags eben nicht funktionieren, dafür aber einige Momente, die richtig viel Freude machen. Und ihr könnt jetzt noch was ziemlich Cooles gewinnen, nämlich so Ted-Figuren. Gibt es einmal die Info in der Infobox, gleichzeitig aber auch für euch jetzt unter dem Hashtag Ted2 oder Ted Malocht, am besten aber eigentlich beide nutzen. Postet bei Instagram und bei Twitter eure Bilder, was ihr von Arbeit haltet. Ja, also so. Vielleicht findet die Arbeit aber auch cool. Ihr könnt was gewinnen und das Ganze geht jetzt eine Woche. Ein Sendeschluss.
ist eingeblendet und dann freue ich mich. Ihr könnt euch hier aber auch noch zwei andere Videos anschauen, nämlich die Review zu Jurassic World oder die letzte Folge I Heart Film. Ist Kino wirklich teurer geworden? Müsst ihr jetzt auch für Ted wieder ein bisschen mehr bezahlen als vielleicht noch vor 5 oder 6 Jahren. Ich freue mich, könnt den Kanal natürlich gerne abonnieren, dann sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Folge hier in der Filmlounge. Macht es gut, adieu.